Das war ein ganz toller Abend. Wir haben sehr viel Sport gesehen, sehr viel Action, sehr viel Herzblut. Also ich habe sehr, sehr selten so eine gut eingestellte Mannschaft gesehen. Ich denke mal, die Spieler, die hier in der Vergangenheit in der Kreisliga gespielt haben, haben nichts von ihrer Schnelligkeit, nichts von ihrem Biss verloren und haben hier eine super Show abgeliefert. Das ist schon echt ein Highlight. Erstmal spielen wir gegen Arminia Bielefeld, das erlebt man auch nicht alle Tage. Und ja, wir spielen hier mit 36 Leuten aus der Kreisliga, gegen die man vor 10 Jahren oder 15 Jahren gespielt hat irgendwie. Das ist schon echt geil, das macht schon echt Spaß. Und man merkt, die sind zwar alt geworden, aber Fußball spielen können sie trotzdem noch. Ne? Das ist schon geil, muss ich sagen. Ich bin ja schon ein bisschen älter und die alten Herren sind auch älter. 40 Jahre Kreisliga in Havel, Vermont. Fand ich ganz toll. Ich habe die Anfänge der Kreisliga mitgemacht als Schiedsrichter und nicht als Spieler mehr, aber als Schiedsrichter fand ich ganz in Ordnung. Deswegen habe ich daran teilgenommen. Es war ein klasse Spiel. Es hat wirklich von der ersten bis zur dritten Mannschaft wirklich jede Mannschaft hier fair gespielt. Es hat sich bei uns keiner verletzt. Es waren, glaube ich, ganz schöne Tore auf beiden Seiten. Und ja, die Stimmung ist hier toll. Ich fand es wirklich klasse. Viele Zuschauer. Also wir freuen uns, dass wir dabei sein durften. Wir haben irgendwann mal durchgezählt, haben uns gewundert, dass es irgendwie immer eine Überzahl gab für den Gegner. Und ja, es waren tatsächlich dann 12. Aber ich glaube, es war auch nicht nur in der dritten Halbzeit so. Oder im dritten Drittel so. Ich glaube, im zweiten Drittel auch, aber es war absolut in Ordnung. Und ja, dadurch wurden wir natürlich ganz schön gescheucht. Ne? Das hat man schon gemerkt.